Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Windrad 2011. Und jetzt viel Spaß beim folgenden Video. Jo, Hallöchen, Freunde, herzlich willkommen schon zum 4. Advent. Es ist mal wieder soweit. Ja, heute zeige ich euch, wie ihr eine Repower MM82 baut. Seid gespannt und ja, von daher schon der 4. Advent, ey. Es ist zum Mäusemelken, ehrlich. Es ist Wahnsinn. Ich kann immer nur staunen, wie schnell die Zeit doch vergeht. Ja, also, das hätte ich mir auch echt anders vorgestellt, aber naja, jetzt brennen alle 4 Kerzen, wie ihr sehen könnt. Und ja, deswegen, schönen 4. Advent. Jetzt erstmal viel Spaß bei meinem Tutorial. Und am Ende noch einen restlichen schönen 4. Advent. Freut euch auf Weihnachten. Ihr bekommt bestimmt jede Menge vom Weihnachtsmann, Christkind oder wer bei euch gerade die Oberhand halt hat, keine Ahnung. Ich denke mal, ihr bekommt bestimmt was von denen. Und ja, ne, von daher, freut euch einfach drauf. Ja, und danach kommt ja schon Silvester wieder. Also es ist der Hammer, echt. Das kann man nicht anders sagen, wie schnell die Zeit wieder mal vergangen ist. Bald ist 2023 und ich kann euch sagen, es wird spannend, was ich in dem Jahr alle geplant habe. Ich habe mich ja inzwischen an die Maskenpflicht gerade so gewöhnt. Ich habe mich ja gerade an die Maskenpflicht gerade so gewöhnt und muss ehrlich sagen, ja, eine FFP2-Maske werde ich niemals tragen, aber eine normale OP-Maske, also so eine normale halt, werde ich schon tragen. Also da habe ich mich langsam dran gewöhnt. Zwischendurch ziehe ich sie nur mal von Nase und Mund runter. Ich muss dann mal 2-3 tiefe Atemzüge machen. Ganz einfach braucht frischen Sauerstoff, den kriegst du unter diesem Schrottmaskending leider überhaupt nicht. Aber naja, ne? Dann ziehe ich es auch sofort wieder weit über Mund und Nase rüber, wie es sich gehört. Und da muss man mit mir auch nicht schimpfen oder meckern oder sonst was. Also das ist dann sinnlos. Und ja, von daher, ne, so ist das. Also ich plane wirklich nächstes Jahr 23, wenn wieder angenehme Temperaturen sind, angenehmes Wetter ist, plane ich wirklich wieder richtig loszulegen. Vielleicht tauche ich ja wieder in Mittlummen auf. Oder ich fahre vielleicht mal, wenn dann auch das 49-Euro-Ticket da ist. Darauf warte ich ja sowas von. Das soll ja jetzt auch erst im April oder wann zur Geltung kommen. Richtig doof. Ja, auf jeden Fall, ne, dann fahre ich wieder quer durch NRW und Niedersachsen und dann gucke ich mir wieder alle möglichen Windparks an, unter anderem auch mit Leb Ronaldo, also mit dem war ich ja schon zusammen in, hier im Paderborner Land, aber damals ist ein relativ schnelles, starkes Unglück passiert, ich hatte einen Platten. Na toll, ja, das war jetzt gar nicht so lustig. Leb Ronaldo hat sich dann die ganzen Windparks bei Volllast angeschaut und ich musste erstmal gucken, wie ich mein Rad repariert kriege. War gar nicht so schön. Und am Ende bin ich dann zu einem Bahnhof gelaufen, zu Fuß gelaufen, richtig. Ich habe mein Fahrrad schieben müssen. Über weit über 10 Kilometer, das war eine stramme Wanderung, sag ich euch. Aber naja, ne,
Ich hoffe, das wird mit meinem neuen Fahrrad nicht mehr passieren, das ich zum 25. damals bekommen habe. Das ist ja auch noch nicht so alt. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich mit dem Rad auch wieder in Inspektion komme, dass mir das auf keinen Fall nächstes Jahr kaputt geht, wenn ich damit wieder fahren will. Weit über 50 Kilometer sind drinne. Also, das ist der Hammer. Ja, und von daher, ne? Und so weiter halt. Jetzt aber erstmal zu dem Tutorial, bevor ich mich hier jetzt verquatsche. Ja, jetzt erstmal zu dem Tutorial. Und ja, viel Spaß dabei. Und am Ende, wie gesagt, schönen restlichen vierten Advent. Euch schöne Weihnachtstage. Guten Rutsch in 2023. Na dann, jetzt zum Tutorial. Bis gleich. Jo, Hallöchen, Freunde. Ihr seht hier was, was ich sehe. Ja, wir bauen heute eine Repower-Zenveon MM82. Das soll sie sein. Da drüben steht sie übrigens in Wirklichkeit gerade. Und ich bin jetzt dabei, hier auf 100 Meter Nabenhöhe eine neue zu errichten. Ich habe das da drüben mal kopiert. Ihr seht, ne, die gelben markierten Punkte hier. Nicht wundern, die brauche ich nachher wieder. Dann heißt es nämlich Abschied nehmen. Z0. Genau. Das heißt, ich setze das dann auf Luft, auf 0, und dann ist das Ganze wieder weg. Denn wir bauen es jetzt hier einmal für euch auf. Ihr wolltet schon immer mal eine Anlage machen mit so einem grauen Schrägstrich blauen Streifen. Dann seid ihr hier richtig. So, wollen wir mal sehen, ne? Warnbefeuerung hat sie auch, also. Ja, alles da in dem Grunde sozusagen. Aber wir fangen jetzt erstmal, würde ich sagen, direkt mit der Gondel an so. Und ja, technische Sachen werden dann später folgen, würde ich sagen. Ja, sehen wir hier schon um die eine Turmreihe. Sehen wir schon, dass wir da eine Reihe Blöcke setzen müssen. Und ja, bis zu diesem Block hier, der aus Stein besteht, ja, bis zu dem Block machen wir jetzt die Gondel. Danach folgt die Rotornarbe, aber die kommt erst danach, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal nur die Gondel hier und kümmern uns dann um den Rest. So. Also, wir haben hier drei Blöcke, dasselbe auch auf der anderen Seite. Daran schon die erste Reihe mit diesem Steinchen hier, ne? Ja, dann haben wir hier hinten noch eins, zwei. Zwei Blöcke überstehen nach hinten. Machen wir mal. Beziehungsweise, ja, wie sieht denn das zwischen den Steinen aus? Ach so, weiß, okay. Also auch hier einmal zwischen den Steinen und hier zwei Blöcke nach hinten. Also da, wo die Rotorblätter nicht sind. So, ne? Ja. Mal gerade reingucken. Auch alles richtig machen hier. Ja, sieht so aus. Jetzt kommen hier die Fliesen. Jetzt kommen hier oben vier Steine drauf. Ja, eins, zwei, drei, vier. Also machen wir eins, zwei, drei, vier. Dasselbe auch auf der anderen Seite. Eins, zwei, drei, vier. So. Na? Guck. Dann machen wir hier hinten Treppen dran.
Hier hinten. Ist genau so. Wo dann zwei Stufen dran kommen. So. Und noch eine Stufenreihe. Ja, genau. Genau so. Jetzt sollte das bei euch so aussehen. Ja, dann. Ja, sorry, wenn ich mich so viel unterhalte und erkläre, habe ich manchmal ein Kloß im Hals, Schrägstrich Frosch im Hals oder was. Wundert euch also nicht über meine leichten Huster, die manchmal kommen. Das ist völlig normal. Na, deswegen, ja. So, ja, dann haben wir das. Hier dran an diese vier Steine kommen nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 volle Blöcke dran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 volle Blöcke dran. Hoppla, das heißt, wir wären jetzt hier. Ja, an den Block kommen wieder Treppen dran. Müssen wir erstmal bauen. So, ne? Ja, so würde ich auch sagen. Wie sah das nochmal? Hey. Innen. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann geht's höher. Okay, fünf Blöcke von innen sind noch frei. Man hier guckt. Fünf, ja. Sieht so aus, als wenn wir alles richtig machen. Und dann geht's hier auch höher. Na. So. Darauf machen wir 2, 3. Wieder vier Steine. Dasselbe auch hier. So. Das ist ja dieser Querstreifen, der da hochgeht. Na? Ja. So, und hier hinten, wie gesagt, kommen nochmal eine Reihe Stufen dran an die obere Blockkante. So. Dann sieht das Ganze so aus. Wir sind jetzt hier, ne? So. An die oberen Steine. Eins, zwei, drei, vier Blöcke und daran eine Treppe. Hier. Vier. Vier. Und daran eine Treppe. Werden wieder durchgezogen. Ja, und das Geräusch da, das kennt ihr ja wohl schon. Das ist nun meine Standuhr, wundert euch also nicht. Ja, es ist gerade 11 Uhr, deswegen wird die Uhr ein bisschen länger brauchen, bis sie still ist. Ja, jetzt. So, wir gucken mal, ne? Wir haben hier. Hä? Okay. Ihr seht, wir können hier sogar am Ende noch eine Blockreihe wegnehmen. So, wir haben hier, dass wir dann hier 1, 2, 3, 4 und dann geht nochmal einer höher. Vier Blöcke und dann einer höher. So sieht das jedenfalls im Inneren aus. Wir gucken mal. Eins, zwei, drei, vier und dann geht noch mal einer höher. Passt. So ungefähr würde ich sagen. Ne? Ja. Also so sollte es jetzt bei euch aussehen. Wir können ja noch mal gerade gucken, weil wir ja hier noch vorne müssen wir natürlich die
Blöcke ergänzen. Ne? So. Ja. Damit das Ganze auch zu einer richtigen Gondel wird. Ja. Das waren gerade diese Blöcke, die wir da ersetzt haben. So. Jetzt kommen wir mal wieder nach hier hinten. Wo sind wir? Wir sind hier. An der Treppe. Die wir mal eben wieder hinsetzen. So. Na, ja, wir sehen schon, dass wir da drunter eine Stufe haben und da die Treppe. Und einen höher müssen wir jetzt 3 Steine setzen. Natürlich immer in der Diagonalen. Dasselbe auch hier. Und dann ergänzen wir einmal diese ganzen feinen Blöcke hier. So. Und dann haben wir hier hinten, hinter den Steinen kommen nochmal 2 Blöcke, an denen wiederum erneut Treppen hängen. So, wieder hier und hier eine Treppe setzen und dann an die Treppen, aber möglichst nicht um die Ecke, an die Treppen, wieder Treppen dran. So, dann wären wir hier, ne? Ja, und oben, 1, 2, 3, nochmal 3 Blöcke. Die ziehen wir jetzt hier um die Ecke rum. Also hier 3 und hier 3. Und die mit 3 Blöcken dazwischen verbinden. Damit hätten wir den Querstreifen schon mal geschafft. Wenn ihr den in Blau besser findet, müsst ihr halt Lapis-Lazuli-Blöcke oder was weiß ich, so blaue Blöcke oder was, oder blauen Beton oder was nehmen, dass ihr dann hier einen blauen Streifen habt. Ich habe jetzt den grauen genommen, weil er ja auch in echt gerade grau ist, wie man sieht. Ja, so. Wir verbinden wieder die Blöcke hier, indem wir hier oben die Reihe Blöcke wieder ergänzen. Perfekt. So. Gucken wir nochmal. Ja, vorne, wie ihr seht, müssen wir auch nochmal die ganzen Blöcke zuziehen. Wenn ich mal rauskomme. Jawohl. Also hier. Ne? Einmal zusetzen alles. Perfekt. Ja, und jetzt kommt schon quasi der Deckel, könnte man sagen. Der besteht nur aus, ja, Redstone-Technik etc. Das machen wir später. Ja, das machen wir, wie gesagt, später. So. Von daher, wir gucken jetzt erstmal, dass wir das hinkriegen. So. Also, wir müssen hier oben drauf eine Reihe, die hier hinten nochmal einen übersteht, müssen wir eine Reihe Blöcke machen aus Treppen, sprich ein halber Block. Nämlich so. Hier nochmal eine dran. Und das Ganze ziehen wir jetzt komplett zu. Ja, das Ganze müssen wir jetzt komplett zumachen mit Stufen.
Und dann sieht das Ganze so aus. Wir haben die Gondel gebaut. Also das Maschinenhaus. So. Ja. Dann brauchen wir noch eine Einstiegsluke. Die machen wir von hier. 1, 2, 3 Blöcke hier rüber. Aber auch ziemlich mittig. Also in der Mitte. 1, 2, 3 dahin. Da kommt die Luke hier hin. Dafür brauchen wir einmal eine Trapdoor. Also eine Falltür. So. Ja, dann kommen wir hier schon mal rein. Wir haben hier eben gesehen, dass wir hier noch eine Reihe Dinger haben. Weil genau hier, beziehungsweise genau da, jetzt die Bahnbefeuerung kommt. Die Rotornarbe kommt gleich noch. Würde ich sagen, wir machen jetzt erstmal hier das hier, was hier noch zur Gondel dazugehört, sozusagen. Ne? Und, ja. Da kommen dann Steinstufen hin, wo die Redstone-Lampe hin soll. So. Und da drüber setzen wir zwei Lampen. Das sind quasi die Sockel der Leuchten. Ja. Dann setzen wir hier jeweils das Ganze so. Legen da Redstone drauf. So. Und auch über die Lampe. Wichtig. Sonst geht der Redstone in die falsche Richtung. Und die Lampe wird gar nicht aktiviert. Damit sie aber aktiviert werden kann, machen wir das Ganze so. Jetzt brauchen wir erstmal Eisengitter. Zack, zack. Der und der hier hin. Da dran kommt so einer. Dann gehen wir nochmal zwei nach oben. Da dran kommt ruhig so einer, ne? Ja. Sieht soweit richtig aus. Ne? Dann haben wir auch das, wie es hier oben aufgebaut ist. Jetzt fehlt nur noch eine Kleinigkeit. 1, 2, 3, 4. Und dann kommt der. Das heißt, wir brauchen den hier. Neben dieser Einstiegsluke. 1, 2, 3, 4. Da ist er. Den setzen wir einmal dahin. Das ist der Tageslichtsensor, ne? Und ja, jetzt geht das Verkabeln los. Das sieht so aus. Oh. Okay. Ja. Kapiert. Da ist eine Treppe, aber nicht so. Sondern so. Ja. Gehen wir hier mal wieder rein. Das sind Treppen, die dürfen wir nicht wegreißen. Und zwei von der Treppe weg. 1, 2 und ein höher. Und auf dem steht die Redstone-Fackel. Machen wir das mal gerade. Ja, das ist halt immer ein bisschen tricky mit der Warnbefeuerung. 2 und da oben. Da hätten wir sie. Die Redstone-Fackel. Da unten kommt noch sowas hin. Eisengitter brauchen wir nicht mehr. So. Zack, zack, zack. Das ist. Dieser Block hier zeigt Innenblock, das ist wichtig. Habe ich euch ja schon öfter gesagt, als ich die Warnbefeuerung gebaut habe. Weil das muss ja immerhin die Fackel deaktivieren. Ne?
ja jetzt unter den Lampen steht. So. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5 Redstone-Teile in einer Reihe. So. Hier kommen Repeater hin. Die müsst ihr dementsprechend einprogrammieren, wie viel die stehen sollen. Ne? So dass sie in diesen Block zeigen. Wenn die in die andere Richtung zeigen, dann ja, ne? Die müssen auf diesen Block hier müssen die zeigen. 2, 3, 4, 5. So, der geht nochmal nach da. Hier kommt der hin. Und hier dran eine Fackel. So, der Rhythmus wäre gebaut. Jetzt müssen wir das Ganze aber noch anhalten, um Lags zu vermeiden, zum Beispiel. Es ist ja doof, wenn das Spiel, weil so viele, viele, etliche Windräder um einen rumstehen, ist ja doof, wenn das Spiel dann anfängt zu laggen. Also wenn es dann Lags gibt, für die man nicht mal was kann. Ne? Da sagt man sich, sag mal, wo kommen denn die ganzen Lags her? Dann fragt der Nächste auf dem Server. Ja, frage ich mich auch. Von wem kommen diese Lags? Wer hat die Lags programmiert? Der Serverinhaber kann nur sagen, sorry, da kann ich nichts für. Das ist die ganze Redstone-Technik, die den ganzen Tag an ist und immer wieder die Windräder zum Blinken erweckt. Den ganzen Tag. Nee, das geht auch anders. So, und genau das bauen wir jetzt. Wir bauen hier so eine Art Treppe runter, das heißt, ein Block, dann diagonal wieder einer da dran. Dann haben wir hier aber schon die Repeater, deswegen müssen wir wieder um die Kurve gehen und hier nochmal einen ansetzen. Und das Ganze dann auf diese Reihe draufsetzen. So. Machen wir das mal, ne? Also, wir haben gesehen, wenn wir erstmal reinkommen, wir müssen hier noch einen dran setzen und hier. So. Und damit wäre auch der Tageslichtsensor angeschlossen und hält diese Fackel aus und stoppt auch diese Fackel, die dann ebenfalls ausbleibt. Man könnte jetzt das Ganze auch so machen, dass diese Fackel hier, die hier an ist, weil wenn die an ist, dann kommt hier Strom rein. Dieser Strom wird dann hier in den Block geführt und sorgt dafür, dass die Fackel ausgeht. Die Fackel ist also aus. Pausenlos, denn die Technik ist gestoppt durch den Tageslichtsensor. So. Und von daher, ne, dann ist diese Technik hier gestoppt. Und ja, die Fackel wäre aus, die wäre pausenlos an, bis der Tageslichtsensor keine Energie mehr abgibt oder nicht mehr genügend Energie abgibt, dass die Energie nicht mehr in der Leitung ankommt und zack würde die Fackel wieder ausgehen, die wäre an. Und so weiter. Also ja, dann ginge das Ganze halt wieder hin und her, ne? Aber so wie das hier gebaut wurde, geht das natürlich auch, dass die Fackel aus ist. Und dann muss sie aber genügend Energie fließen, die muss diese Fackel erreichen, dass auch die Fackel aus ist. Damit wir sehen können, dass auch hier das Licht aus ist. Wenn ich den Tageslichtsensor jetzt umschalte, zack, seht ihr, da leuchtet es wieder. Wir schalten ihn jetzt aber wieder auf Tag. So. Das Maschinenhaus wäre fertig montiert. Jetzt fehlt nur noch eins. Die Rotornarbe. Und die kommt jetzt.
da baut ihr hier erstmal so eine Art gedachten Kreis aus jeweils drei großen Blöcken, ne? So, ja. Das sind schon die Ansätze der Rotorblätter. So. Dann kommen hier noch zwei Blöcke mehr dran. So, so, so. Immer zwei. Damit die Rotornarbe dick genug wird. Hier ein Rotorblatt, hier noch eins. So. Und hier das zweite. So wie hier das dritte Rotorblatt. So. Das wären die Rotorblätter. Die Markierungen, wo die hin sollen später. Ja, und dann sehen wir, ist quasi die Rotornarbe schon fast vollendet. Wir gucken mal. Ja, dann ist die Narbe in dem Sinne vollendet. Wir müssen jetzt nur hier noch so eine Art Deckel vorbauen, der einen Block übersteht. So. Und die Narbe wäre geschlossen. Ja, das war ja mal relativ schnell. Das ging ja total einfach. Ja, ich hoffe, euch hat auch dieses Tutorial wieder gefallen. Gebt dem Video ein Like, also einen Daumen nach oben. Ich sehe das ja im Creator Studio, wie viel Daumen hoch oder runter meine Videos haben. Ja, würde mich freuen, wie gesagt. Und ja, ne, von daher, das war die Repower auf 100 Meter Narbenhöhe, MM82. Na, da seht ihr auch nochmal, wer die gebaut hat, Endermark 2029. Ja, und ich habe sie kopiert und nachgebaut. Ganz einfach, ganz easy, damit auch ihr in Zukunft diese Maschine bauen könnt. Wir gucken nochmal, haben wir hier auch wirklich 100 Meter? Ja, 100 Meter. Der Boden hat 4 Meter. 4. Das bedeutet, bei 100 Meter Narbenhöhe, wie viel müssen wir höher? Bis zur... Richtige Antwort ist 104. Das wäre hier. Passt. Passt perfekt. Den Turm, den müsst ihr für diese Anlage jeweils 2 Blöcke niedriger bauen. Der ist auf Narbenhöhe, also... Turmhöhe 98 Meter. Und wenn dann die Gondel drauf kommt, bis zur Spitze hier vorne, sind dann 104 Meter. Also Narbenhöhe 104. Ja, nee, 100. So. Ne? Ja, weil wir hier unten quasi 4 Blöcke hoch sind, müssen wir da oben auf Blockhöhe 104 sein. Und dann passt alles. Von daher, ja, danke zum Anschauen. Habt noch einen schönen 4. Advent. Da ja jetzt die Weihnachtsfeiertage und so vor der Nase stehen, tja, weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt noch zu einem weiteren Video kommen werde dieses Jahr. Vielleicht nur noch maximal. Dann der Jahresrückblick, der wird spannend, Leute. Denn dieses Jahr habe ich mehr als 100 Abonnenten geholt. Es ist fantastisch.
Ich bin erst Anfang des Jahres auf 500 gekommen. Damals habe ich mich zum ersten Mal gezeigt. Extra als kleiner Dank für schon 500 Abonnenten. Ich habe überlegt, ob ich es erst beim 1000 Abonnenten-Special mache, aber hab gedacht, komm, weil früher schon welche gedrängelt haben, ich solle mich zeigen und dies und jenes. Und ja, habe ich gesagt, mache ich das eben beim 500-Abo-Special schon. Dann ist das eben so. Ja, aber nicht nur das. Ich habe dann innerhalb des Jahres immer noch 100 Abonnenten wieder mehr dazu bekommen. Ihr seid also richtig geil. Macht weiter so. Würde mich freuen, dass ich vielleicht nächstes Jahr dann auf die Anfang des Jahres vielleicht auf die 700 komme und zum Ende des Jahres vielleicht schon auf die 800. Ich bin gespannt, ob das genauso ist wie dieses Jahr, wo ich erst knapp Anfang des Jahres, März oder so, März oder Mai irgendwie so auf 500 war und dann Ende Oktober auf 600. Es ist der Hammer, Leute. Und ich kann immer nur staunen und ja, würde mich freuen, wenn ihr mich weiterhin auch abonnieren würdet. Und ja, wenn ihr so eine Art von Videos wie dieses hier sehen wollt, Tutorial, wie baut ihr eine Gondel? Die Flügel, ach, die sind ja fast immer dieselben. Die werde ich hier einfach gleich kopieren, werde sie dann da einfügen und werde dann die roten Stellen werde ich dann umbauen zu weiß wahrscheinlich. Aber naja, oder ich lasse sie auch so. Mal gucken. Ne? Naja, von daher hat mir wieder Spaß gemacht, euch das zu zeigen. Jetzt haben wir die Gondel ja endlich nachgebaut. Ne? Und jetzt zeige ich euch mal einen Zaubertrick. Achtung, bumm! Hä? Wo ist sie hin? Ja, die Gondel hat sich in Luft aufgelöst. So, wir haben sie ja hier. Wir brauchten die nur zum Nachbauen. Alles gut. Ja, von daher, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wie gesagt, ihr wollt noch mehr von solchen Tutorials, wie ihr ein Windrad baut oder ähnliches, dann oder auch echte Windkraftanlagen im Sommer wieder, dann abonniert diesen Kanal und ihr seid auf der richtigen Seite von mir und ja, echt gigantomatisch und ja, dann sag ich mal, schönen restlichen vierten Advent, schöne Weihnachtsfeiertage und überhaupt auch dann schönen guten Rutsch am Ende des Jahres, eine Woche später von Heiligabend aus gesehen. Ja, es ist wahr, das Jahr ist schon wieder zu Ende. Man glaubt es echt nicht, wie schnell die Zeit vergangen ist. Und je älter ich werde, umso mehr habe ich das Gefühl, die Zeit wird immer schneller, obwohl sie das in Wahrheit gar nicht wird. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr vom Zeitgefühl her seid, ob ihr genauso denkt wie ich. Die Zeit rast ja wie im Flug jetzt schon davon. Oder ob euch die Zeit langweilig ist, weil sie euch länger vorkommt. Ich kann euch nur sagen, je älter ihr werdet, desto schneller scheint die Zeit zu vergehen. Naja. Ja, so. Schönen vierten Advent und ciao.